Ja, normalerweise darf man im Koordinatensystem eigentlich nichts ablesen und abmessen. Ja, das ist eigentlich verboten. Man muss immer berechnen in der Mathematik, wenn man was machen möchte. Jetzt bei diesem Parallelogramm ist es aber anders. Das können wir tatsächlich durch die Koordinaten allein schon berechnen. Ja, ihr habt die Koordinaten gesehen, die sind angegeben und mit diesen Koordinaten können wir tatsächlich den Flächeninhalt bestimmen. Wie? Das zeige ich euch jetzt. Die liegen nämlich ganz besonders, die Grundlinie und die Höhe, die liegen parallel zur x-Achse, also die Grundseite liegt parallel zur x-Achse und die Höhe liegt parallel zur y-Achse. Wenn wir so etwas haben, dann können wir es berechnen. Liegt jetzt zum Beispiel diese Seite hier, könnten wir nicht berechnen, genauso wenig wie diese Seite hier. Also wir können nur Seiten bestimmen oder berechnen, wenn sie parallel zur x- oder y-Achse liegen. Aber wie? Ganz einfach. Wie lange wird wohl diese Strecke G hier sein, also die Strecke AB, die Grundseite hier von diesem Parallelogramm? Wir gehen einfach nach unten und schauen uns an, hey Mensch, hier ist ja eigentlich die x-Koordinate von A, nämlich 2, und hier ist die x-Koordinate von B, nämlich 6. Das heißt, wir wissen doch, dass da vier Längeneinheiten dazwischen sind. Und wie berechnet man das? Grundseite ist quasi 6 minus 2 Längeneinheiten, also 4 Längeneinheiten. Und tatsächlich kann ich es eben so berechnen. Das Gleiche gilt natürlich auch hier. Ich nehme jetzt hier die Koordinaten entweder von A oder ich nehme sie natürlich von B. Es ist ja beides dieselbe y-Koordinate. Und habe hier oben die y-Koordinate von D oder von C. Ich weiß, dass da zwei dazwischen sind, also muss ich das obere minus das untere rechnen. 4 minus 2. Die Höhe wäre also quasi 2 Längeneinheiten. Und tatsächlich haben wir es jetzt quasi berechnet, ohne zu messen. Und dann ist der Flächeninhalt 8 Flächeneinheiten. LE, also wenn quasi keine Zentimeter dran stehen, dann geht es immer nach Längeneinheiten und dann ist natürlich der Flächeninhalt auch Flächeneinheiten. Halt mal kurz fest, liegen Grundseite und Höhe parallel zur x- und bzw. y-Achse, so kann man deren Länge mit Hilfe der Koordinaten bestimmen. Und das gilt immer. Man nimmt den hinteren Wert minus den vorderen Wert, also in dem Fall 6 minus 2, und bei der Höhe in dem Fall den oberen Wert minus den unteren Wert, um die Länge zu bestimmen. Da muss man immer genau überlegen, wie viele Einheiten liegen denn da dazwischen. Also, was haben wir gelernt? Wenn in einem Koordinatensystem bestimmte Seiten, die wir zur Berechnung brauchen, parallel zur x- oder y-Achse stehen, dann dürfen wir sie auch verwenden oder dann dürfen wir sie auch berechnen. Wenn sie nicht parallel sind, keine Chance, dürfen wir nicht machen. Das war's.